Hallo, wir beschäftigen uns heute mit dem Konzepttest 75 galvanische Zellen. Dazu betrachten wir folgende Aussagen. Eine Chlorelektrode und eine Bromelektrode werden zusammengeschaltet. Welche Aussagen sind korrekt? Vorab ist zu sagen, dass die Funktion der galvanischen Zellen auf einer Redoxreaktion beruht. Reduktion und Oxidation laufen räumlich getrennt in je einer Halbzelle, genannt Halbelemente, ab. Durch Verbinden der beiden Halbzellen mit einem Elektronenleiter und einem Ionenleiter wird der Stromkreis geschlossen. Immer wenn sich zwei unterschiedliche Elemente in einer Elektrolytlösung befinden, entsteht eine Spannung, galvanische Zelle. Dies ist auf die jeweilige Tendenz der Elemente in Lösung zu gehen und dabei Ionen zu bilden, die sogenannte Lösungstension und deren Redoxpotential zurückzuführen. Aus der Spannungsreihe kann man die jeweiligen Redoxpotentiale einzelner Elemente ablesen. Da das Redoxpotential von Brom niedriger ist als das von Chlor, gehen an der Bromelektrode mehr Ionen in Lösung als an der Chlorelektrode. Das Brom ist also unser Reduktionsmittel. Daher ist die negative Ladung an der Bromelektrode höher als die in der Chlorelektrode. Es entsteht also eine Spannung, bei der die Elektronen zur Chlorelektrode hingedrückt werden. Das führt dazu, dass die Lösung der Chloratome gestoppt wird, und stattdessen reagieren die überschüssigen Elektronen mit den Cl2-Ionen der Chlorlösung und sorgen dafür, dass sich diese als normale Chloratome an der Chlorelektrode festsetzen. Aussage A ist daher falsch. Die Aussage B, die Chlorelektrode ist Kathode und positiver Pol, ist aber somit richtig. An der Chlorelektrode werden also die Chlorionen zu elementarem Chlor reduziert. Die Chlorelektrode ist damit die Kathode, also die Elektrode, an der die Reduktion stattfindet, und der Pluspol der galvanischen Zelle, da hier ein Elektronenmangel entsteht. Kommen wir nun zu Aussagen C und D. C, die Chlorelektrode ist Anode und negativer Pol, beziehungsweise D, die Chlorelektrode ist Anode und positiver Pol. Diese beiden Aussagen sind falsch, da die unedlere Halbzelle einer galvanischen Zelle einen größeren Lösungsdruck, also hier das Brom, besitzt und somit einen höheren Elektronendruck bewirkt. Dadurch wird die Bromhalbzelle zum Minuspol. Aufgrund des größeren Lösungsdrucks findet in der unedleren Halbzelle die Oxidationsreaktion statt und bildet somit gleichzeitig die Anode. Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Aussagen, Aussage E und F. E, an der Chlorelektrode findet die Reduktion statt. Diese Aussage ist korrekt, da an der Chlorelektrode, ja, wie bereits gesagt, das Chlor zu Chlorid reduziert wird. Und F ist wiederum falsch, da aufgrund des größeren Lösungsdrucks in der unedleren Halbzelle eben die Oxidationsreaktion stattfindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur die Aussagen B und E richtig sind.